mich etwas erkältet und deshalb bin ich aufs Mikrofon heute Abend angewiesen. Jetzt können Sie mich hören. Gut. Ja, also auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Und das Thema steht dort, Chaos, Ordnung und Selbstorganisation, komplexe Systeme in Natur, Technik, Wirtschaft und Gesellschaft. Und auf dem Hintergrund der schon angedeuteten fachübergreifenden Arbeit, gerade was die Komplexitätsforschung betrifft, aber auch mit Blick auf die Anwendungen, die im Untertitel hier genannt sind, spreche ich zunächst über das Thema, was heißt eigentlich Chaos, Komplexität und Nichtlinearität, dann Komplexität und Selbstorganisation von Mensch und Natur, Wirtschaft und Gesellschaft, dann zu diesem großen Thema im 21. Jahrhundert, die Digitalisierung, Computer-, Informations- und Kommunikationsnetzwerke. Und ich schließe dann mit der Frage, was lernen wir eigentlich aus der nichtlinearen Datendynamik komplexer Systeme? Nun also zunächst mal zu der Frage, was heißt eigentlich Chaos, Komplexität und Nichtlinearität? Und da beginne ich mit einer kurzen historischen Erinnerung. Es war Ende des 18. Jahrhunderts auf dem Höhepunkt der französischen Aufklärung. Es war in der Wissenschaftsgeschichte die hohe Zeit der klassischen Mechanik, als der französische Astronom und Mathematiker Laplace eine totale Berechenbarkeit der Natur annahm, wenn im Idealfall, heute würde man sagen, eines Supercomputers, damals sprach man vom Laplace'schen Geist, alle Anfangsbedingungen und Kraftgesetze bekannt wären. Und was so vermessen klingt, ist sogar richtig für sogenannte Zwei-Körper-Probleme, das heißt also Probleme, die nur von Faktoren, zwei Faktoren abhängen. Es müssen nicht Planeten sein in der Astronomie wie bei Laplace, das kann auch ein betriebswirtschaftliches Problem sein mit nur zwei Faktoren. Wenn in diesem Fall also ein Element Ursache für die Wirkung eines anderen Elements ist und wenn dann Ursache und Wirkung proportional sind, also etwa ein kleiner Stoß an ein Pendel führt zu einer kleinen Auslenkung, ein großer Stoß zu einer großen Auslenkung, dann erhalten wir eine lineare Beziehung, die durch eine lineare Gleichung dargestellt werden kann und diesen in der Regel einfach zu lösen. Wenn aber mehr als zwei solcher Körper miteinander wechselwirken, dann kommt es zu solchen komplexen kausalen Rückkopplungsschleifen, die zu Instabilität, ja Chaos führen können, wie ebenfalls ein großer Franzose knapp 100 Jahre später nach Laplace Poincaré, der Mathematiker, Physiker und Philosoph, entdeckte. Und diese komplexen Rückkopplungsschleifen, die lassen sich dann nur noch durch sogenannte nichtlineare Gleichungen verstehen. Und was das bedeutet, ist hier am einfachen Beispiel der Populationsdynamik dargestellt, eine Population, die anfänglich exponentiell wächst, wie man hier sieht, immer mehr Nachkommen erzeugen, immer mehr Nachkommen, hier hervorgerufen durch diese erste Rückkopplungsschleife hier, dann aber sehen Sie, pendelt die Kurve ein, das heißt, wir stellen uns vor, sie passt sich einer ökologischen Nische an, hier hervorgerufen durch diese zweite Rückkopplungsschleife und so entsteht diese S-förmige Kurve hier, die man gelegentlich auch logistische Kurve nennt. Und solche Kurven gibt es nicht nur in der Populationsdynamik, sondern sie finden sie auch in der Wirtschaft, also etwa ein Produkt, das anfänglich exponentiellen Absatz findet, dann aber in die Marktsättigung gerät. Und hier sieht man die Kurve nochmal dargestellt als sogenannte Zeitreihe. Hier unten ist die Zeitachse. Hier sind also die Größen der Population abgetragen. Und diese Kurve ist jetzt durch, wie schon erwähnt, eine nichtlineare Gleichung bestimmt. Und das Entscheidende bei dieser Gleichung ist, sie hängt ab von einem sogenannten Kontrollparameter. Das wäre in diesem Fall die Wachstumsstärke der Population. Ja? Und man sieht hier, ist die Wachstumsstärke noch gering und dann erhalten wir diese Gleichgewichtsdynamik hier. Das sieht man daran, dass im Gleichgewicht sich die Werte nicht mehr verändern. Sie sind fixiert, deshalb spricht man auch von Fixpunkten. Und wenn man jetzt allerdings an dieser Kontrollschraube dreht und sie verstärkt, beispielsweise auch hier auf einen kritischen Wert,
dann springt das System in ein neues Verhaltensmuster über, zwei Fixpunkte treten auf und das System beginnt hier zu oszillieren. Und wenn man noch weiter dreht, dann erhält man schließlich einen kritischen Punkt, ab dem man so ein irreguläres, nicht-periodisches Verhalten beobachtet und das nennt man dann Chaos. Und das Entscheidende hierbei ist, im Unterschied zu den Fällen eben, dass dieses Verhaltensmuster empfindlich abhängig ist von kleinsten Veränderungen der Anfangsbedingungen. Vorher nicht, da ist es robust. Da pendelt es sich nachher wieder ein, wenn es mal gestört wurde. Hier eben nicht, das heißt, dass wenn die Anfangswerte hier geringfügig auseinanderliegen, dann mag die Entwicklung noch am Anfang parallel verlaufen, dann aber sehr unterschiedlich. Und das ist auch der Grund, warum in diesem Fall nur beschränkte Voraussagen möglich sind. Man kennt das vom Wetter, da sind auch nur beschränkte Voraussagen möglich, weil die Rechenkapazität, die notwendig ist für weitere Prognosen, exponentiell zu wachsen beginnt. Und man spricht dann auch vom Schmetterlingseffekt, das hat die Sache populär gemacht, das Wort spielt an, der Flügelschlag eines Schmetterlings in einer instabilen Situation, also ein lokales Ereignis, kann sich aufschaukeln und das gesamte System destabilisieren. Und Sie können sich leicht vorstellen, ein großes Thema hier bei der Komplexitätsforschung ist, diese kritischen Punkte auszumachen, ab denen solche Systeme dann chaotisch werden, letztendlich auch ein Stück weit unkontrollierbar. Und das gilt nicht nur für die Populationsdynamik oder die Märkte, sondern wenn wir jetzt an aktuelle Themen denken, wie die Migrationsdynamik beispielsweise, kann man sich auch leicht vorstellen, wo liegen jetzt die kritischen Werte und die Politik sucht jetzt im Moment danach, ab wann also diese Situation unkontrollierbar wird. Hier ist zum Abschluss dieses ersten Abschnitts eine Übersicht über Grade der Komplexität und der Nichtlinearität. Sie sehen hier als erstes diese Zeitreihe nochmal, die ich eben an der Populationsdynamik illustriert habe. Das Gleichgewicht, das war also oben das Plateau bei der logistischen Kurve, da verändern sich die Werte in der Zeit nicht. Hier ist die Zeitachse, periodisches Verhalten. Quasi periodisch bedeutet, dass ein ganzer Block von Rhythmen periodisch wiederholt wird und Chaos eben der irreguläre Verlauf. Und parallel dazu will ich wenigstens ein anderes Kriterium zur Unterscheidung dieser nichtlinearen Dynamik noch erläutern. Es gibt eine ganze Reihe anderer noch. Das ist das sogenannte Phasenporträt im Zustandsraum. Das ist nämlich sehr anschaulich. Im Zustandsraum, das ist eine Erfindung der Physiker ursprünglich, das ist nicht zu verwechseln mit dem Ortsraum. Der Ortsraum hat Höhe, Tiefe, Breite, drei Dimensionen. Der Zustandsraum wird durch die Komponenten eines Zustands eines Systems bestimmt. Also ganz einfach, ich habe eben vom Pendel gesprochen, der Bewegungszustand eines Pendels ist bestimmt durch Ort und Impuls. Das heißt, Ort und Impuls werden jetzt als Koordinaten genommen und definieren einen Punkt und der repräsentiert den Bewegungszustand. Wenn Sie in die Medizin gehen, der Krankheitszustand eines Patienten ist durch viele Faktoren bestimmt, hängt auch von den medizinischen Disziplinen ab, dann bekommt man sozusagen mehrdimensionale Vektorräume, könnte man sagen, in denen man jetzt anschaulich, geometrisch, also diese Zustandsentwicklung darstellt. Das heißt, im Gleichgewicht ist der Punkt fixiert, tut sich nichts, Fixpunkt, aber wenn er sich entwickelt, der Zustand sich verändert, entsteht so eine Entwicklungslinie. Es ist quasi die Lebenslinie des Systems, könnte man sagen. Und was wir hier im periodischen Fall sehen, diese Lebenslinie, die Physiker reden von den Trajektorien, sind geschlossen. Das heißt, wie hier eine Oszillation der Zeitreihe kehrt immer wieder in den gleichen Zustand zurück. Ähnlich hier bei diesem quasi-periodischen Verhaltensmuster und im Chaos, dieses Wollknäuel hier unten, so eine Entwicklungslinie, so eine Lebenslinie entwickelt sich völlig irregulär, nicht periodisch, aber in einem beschränkten Gebiet des Zustandsraums. Und dann entsteht sowas hier, dreidimensional kann man sich das noch veranschaulichen.
Und solche Gebiete nennt man auch Attraktoren. Warum? Weil die Lebenslinien, die Trajektorien, die Entwicklungslinie der Systeme quasi hineingezogen werden in diese Gebiete, so ähnlich wie bei einem schwarzen Loch, und kommen nachher nicht mehr heraus. Aber was auch ganz wichtig ist, weil es so in der öffentlichen Terminologie so ein bisschen durcheinander geht, das Chaos ist zu unterscheiden vom großen Torbado. Das meint den Zufall. Der Zufall, wenn Sie etwa einen Münzwurf nehmen, ja, dann ist selbst der erste Schritt, wird es Kopf oder Zahl, ist nicht berechenbar. Ja, 1 zu 2 stehen die Chancen. Während hier beim Chaos, denken Sie an die Wetterprognosen, sind ja wenigstens die ersten Schritte voraus berechenbar. Und wie gesagt, es gibt noch eine ganze Reihe anderer Kriterien. Diese Nichtlinearität ist aber nicht nur interessant, weil sie zu Instabilität und Chaos führen kann, sondern weil sie auch Voraussetzung ist für die Entstehung von neuen Strukturen. Ja, das wird jetzt das Thema sein, zunächst am Beispiel der Natur, also im Hintergrund steht in dem jetzigen Abschnitt eher die Naturwissenschaften, später dann die sozialen Wirtschaftswissenschaften. Und da beginne ich mit diesem Schema, das illustrieren soll, was sich hier eigentlich abspielt. Wir betrachten jetzt offene, komplexe Systeme. Das Chaos, das war eine ganz große Erkenntnis von Poincaré, kann auch in abgeschlossenen Systemen entstehen, die nicht im Stoff- und Energieaustausch mit ihrer Umgebung stehen. Und zwar einfach dadurch, dass mehrere Körper dort wechselwirken. Das war dieses Bild mit den drei und mehr Körperproblemen. Und das hat er mathematisch zunächst bewiesen. Und was wir jetzt betrachten, sind offene Systeme, die im Stoff- und Energieaustausch mit ihrer Umgebung stehen. Und Sie ahnen schon, das sind ja die Systeme, mit denen wir auch so im Alltag zu tun haben. Das sind die Wir-Lebewesen, sind auch offene Systeme natürlich. Und noch etwas ist jetzt wichtig für die Betrachtungsweise. Wir unterscheiden beim komplexen System die vielen Elemente, die, wie wir sagen, auf der Mikroebene miteinander wechselwirken. Stellen sich Moleküle erstmal vor in einer Flüssigkeitsdynamik. Dann gibt es Kontrollparameter, das könnte etwa die Strömungsgeschwindigkeit bei einem Fluss sein. Ja. Und je nachdem, wie hoch diese Kontrollwerte sind, beobachten wir, wie auf der Makroebene, das ist das, was wir so wahrnehmen, eigentlich Strömungsmuster entstehen. Und zwar durch diese kollektive Wechselwirkung. Ja? Und man spricht dann auch von Ordnungsparametern, das sind die technischen Ausdrücke, die diese Makromuster dann beschreiben, oder die schon genannten Attraktoren. Und im Falle der Strömungsdynamik ist es ja ein neues Kraftpotenzial, das da entstanden ist, das wirkt dann zurück und reißt dann auch die einzelnen Moleküle mit. Das soll also dieser Pfeil hier nach unten andeuten. Also was hier eben deutlich wird, ist, was man populär auch die Selbstorganisation nennt. Das heißt, die Wechselwirkung der Elemente führen eigentlich zu diesen neuen makroskopischen Ordnungen. Und das nennt man selbst in der Physik und in der Technik heute mit einem Begriff, der ursprünglich mal aus der Philosophie kam, nämlich Emergenz. Das heißt, Emergenz, da oben die makroskopischen Ordnungen entstehen durch Selbstorganisation, so sagt man populär. Aber dahinter stehen eigentlich diese Wechselwirkungen, die man auch genau messen kann und die man im mathematischen Modell beschreiben kann. Und hier sehen Sie die Strömungsdynamik, von der ich die ganze Zeit geredet habe, mit ihren Mustern. Also stellen Sie sich einen Fluss vor, in der Mitte jetzt ein Hindernis, und hier ist das Gleichgewicht, nehmen wir an, keine Strömung, homogene Oberfläche, Fixpunkt, Gleichgewichtsdynamik. Jetzt drehen wir an der Kontrollschraube und da tauchen dann als erstes Wirbelpaare vielleicht auf hinter dem Hindernis. Das wäre die Oszillation, von der ich eben gesprochen habe. Wenn wir noch weiter drehen, verknüpfen sie sich hier zu quasi oszillierenden Mustern und gehen schließlich in chaotische Strudel über. Sehen Sie, das ist die ganze Hierarchie, die ich eben in der Übersicht gezeigt habe, die jetzt hier in der Strömungsdynamik durchgespielt wird. Und hier ist nochmal eine andere schematische Darstellung für diese nichtlineare Dynamik, die wir jetzt am Beispiel gesehen haben, und zwar an der Koordinate des Kontrollparameters beobachtet.
beobachtet, der sich jetzt verändert. Denken Sie etwa an die Strömungsgeschwindigkeit zunächst. Und da sieht man, hier sind die Zustände abgetragen. Da sieht man also, wie diese alte Ordnung zunächst stabil bleibt. Dann ist aber hier unten ein kritischer Wert erreicht, ein Instabilitätspunkt. Dann treten dort Fluktuationen auf, etwa bei den Flüssigkeitsmolekülen. Und dann setzen sich Ordnungen, neue Ordnungen durch. In einem solchen, wie man sagt, Phasenübergang. Und das können also diese Paare von Wirbeln sein, von denen ich eben gesprochen habe, müssen nicht zwei sein, können je nach Beispiel und Anwendung auch mehrere sein, aber sie bleiben nur lokal stabil, bis hier weiter gedreht wird und neue Instabilitätspunkte auftauchen und dann neue Strukturen entstehen und so weiter. Und dass dieser Verzweigungsbaum geradezu charakteristisch ist für diese nichtlineare Dynamik, sieht man, wenn man von der unbelebten Natur in die belebte Natur geht. Also hier der Verzweigungsbaum der darwinischen Evolution. Und auch da ist es so, dass wir hier diese Verzweigungen, Fluktuationen beobachten. Das sind hier die Mutationen. Die Mutationen, die hier zu diesen Veränderungen im Gencode führen. Die Selektionen sind die treibenden Kräfte und man sieht hier auch in der Illustration, so von Darwin ja auch erdacht, dass an diesen Ästen neue makroskopische Strukturen entstehen. Hier unten sind wir ja auf der Mikroebene, ja, der zellulären bzw. der molekularen Veränderungen. Neue makroskopische Strukturen, das sind jetzt die Organismen bzw. Arten, Populationen und so weiter. Und so kann man sich vorstellen, dass die Strukturen in der Natur in verschiedenen Schichten hier illustriert dargestellt entstanden sind, von der Expansion des Universums mit den Elementarteilchen und den Atomen, die Physik also, zur Chemie der Moleküle, dann die Physiologie und Zytologie, Zytologie der Zellen, Physiologie der Organe, dann die Organismen, die Arten. Man kann sich dann auch vorstellen, wie man hier forschen könnte, nämlich diese neu entstehenden Systeme charakterisieren durch entsprechende Parameter, die diese Ordnungen beschreiben. Und ich habe das jetzt im Folgenden etwas näher dargestellt am Beispiel der Biologie, der Systembiologie, wie man heute sagt. Der Name Systembiologie zeigt schon, hier wird jetzt in der modernen Forschung eine Lebenseinheit als System verstanden, als komplexes System. Und es geht los mit der Zelle als komplexes System von wechselwirkenden Proteinen beispielsweise, dann auf der nächsten Stufe ein Organ als komplexes System von vielen Zellen, die wechselwirken, auf der nächsten Stufe ein Organismus, ein komplexes System von vielen Organen, die wechselwirken. Da sind wir schon mitten in der Medizin. Sie merken, wie die Betrachtungsweise auch quer durch die Disziplinen läuft. Dann auf der nächsten Stufe eine Population, in der Soziobiologie etwa, als komplexes System von vielen wechselwirkenden Organismen. Dann schließlich ein ökologisches System als Wechselwirkungssystem von vielen Population. Und schauen wir uns das Ganze hier einmal auf der zellulären Ebene zunächst etwas näher an. Ich gehe da hoch zu den anderen Systemen, die erwähnt wurden. Hier ein E. coli-Bakterium. E. coli, übrigens, diese Texte merken Sie ja schon. Das ist für meine Studierenden, die haben dann dort den Riesen. Das müssen Sie nicht lesen. Hier wie in der Politik, es gilt das gesprochene Wort. Und also da ist nur die Bilder sind wichtig. Da haben wir also dieses E. coli, da haben wir dieses E. coli-Bakterium, ein komplexes Netzwerk von vielen Proteinen, die hier wechselwirken. Und sie sind hier also in der Grafik als Punkte dargestellt und die metabolitischen Wechselwirkungen als Kanten. Und man sieht hier in diesem Bild eigentlich sehr schön, wie im Laufe der Evolution keineswegs ein zufällig homogenes Netzwerk entstanden ist, sondern wie sich hier Cluster herausgebildet haben. Und tatsächlich diese Cluster sind auch mit biologischen Funktionen der Regulation und Kontrolle verbunden. Und noch etwas ist hier interessant methodisch, nämlich diese Strukturen, die hier auftreten,
sind keineswegs reserviert nur für diese Mikroebene der Proteine. Wir finden sie auch in anderen Größenordnungen, beispielsweise bei Nervensystemen, ebenfalls solche Cluster- und Verzweigungsstrukturen. Ja, wir finden sie auf den, wie man heute sagt, Large Infrastructure-Ebene. Das sind die Informationsnetze, die globalen Kommunikationsnetze, beispielsweise das Internet. Und das ist insofern interessant, methodisch, weil es auch etwas zeigt von der Komplexitätsforschung. Sie ist nämlich interdisziplinär, das heißt, Einsichten, die ich zum Beispiel bei den Proteinnetzen gefunden habe, die versucht man dann auch nachzuprüfen, zum Beispiel im Internet und umgekehrt. Und wenn Sie mal in Nature nachschauen, da gab es vor ein paar Jahren eine Reihe von Artikeln, die haben also Proteinnetze mit dem Internetnetzwerk verglichen, um zu schauen, dass das, was wir im einen kennen, lässt sich das im anderen Bereich übertragen. Jetzt von dem Einzeller hoch in ein Organ, mitten hier jetzt in die Medizin, reingesprungen, das Herz, das war ein Klassiker, als die Chaostheorie in den 80er Jahren populär wurde, gerade die Kardiologie, das Herz als komplexes System von vielen elektrisch wechselwirkenden Zellen. Und Sie sehen, wie auf der Mikroebene diese zelluläre Wechselwirkung ist und auf der Makroebene dann Verhaltensmuster sichtbar werden, also die Pumpbewegungen des Herzens, die sich in entsprechenden Zeitreihen niederschlagen. Die Zeitreihen, hatte ich ja eben erwähnt, sind ein ganz wichtiges Instrumentarium, um an diesen Messdaten dann auch die Dynamik zu erkennen. Und diese Zeitreihe kennen alle. Das sind die EKG-Daten. Sie sehen hier ein oszillierendes oder besser gesagt ein quasi oszillierendes Verhalten. Da werden also beim Gesunden solche Rhythmen wiederholt. Und dann gibt es gravierende Störungen, etwa ein Herzinfarkt, Verstopfung der koronaren Herzkranzgefäße beispielsweise. Kann im schlimmsten Fall zum Herzkammerflimmern führen. Das ist chaotisches Verhalten. Das heißt also, ein irregulärer, nicht periodischer Verlauf, der da auch in der Zeitreihe sichtbar wird. Beim Herzen ist vielleicht eins interessant, das habe ich selber mal als Kardiologie-Patient kennengelernt von den Fachleuten, das sind hier die Mediziner, ich kannte dann die mathematische Modellierung und die haben mir erklärt, wenn das Ganze so starr abläuft, dann ist das auch ein Zeichen von Krankheit. Also wenn es hier völlig starr, auch das Periodische ablaufen würde, das ist auch ungesund. Das heißt, da muss so etwas Flexibles sein, leichte Veränderungen auch von Patient zu Patient verschieben. Weil Sie sehen, Interdisziplinarität bedeutet auch, die Modellierung ist eine wichtige Sache, aber wichtig ist auch die jeweilige Fachdisziplin, mit der dann zusammen also diese Daten dort erstmal interpretiert werden müssen. Das Gehirn natürlich, ganz großes Thema heute, gerade auch in der Komplexitätsforschung. Das Gehirn, komplexes System von vielen Neuronen, die wechselwirken, das sind jetzt gleich mal Milliarden und die wechselwirken neurochemisch miteinander, wie Sie wissen, feuern und nicht feuern. Entscheidend ist es auf der Makroebene, daraus, aus diesen Potenzialen, die da abgegeben werden, Verschaltungsmuster entstehen, die wir auch beobachten können, zum Beispiel hier bei PET-Aufnahmen, Positron Emission Tomography. Aufnahmen, unterschiedliche Verschaltungsmuster, von denen wir heute, und jetzt kommt die Psychologie sogar ins Spiel, wissen, dass sie mit unterschiedlichen kognitiven und mentalen Zuständen korreliert sind, der Wahrnehmung, des Denkens, des Fühlens und Bewusstseins, ebenfalls ein großes Thema heute, der Anwendung der Komplexitätsforschung. Und nun der Sprung zu den Populationen. Das war übrigens diese Ebene, ich gehe jetzt im Einzelnen nicht drauf ein, diese verschiedenen Ebenen, die ich hier anspreche, sind mehr oder weniger gut heute untersucht. Das muss man auch dazu sagen. Das ist ein Beispiel, das ist wirklich ein Klassiker, noch vor der Kardiologie, nämlich Anfang des 20. Jahrhunderts. Zwei italienische Mathematiker, heute würde man sagen, Biomathematiker Lotka und Volterra, sie haben zum ersten Mal diesen Zusammenhang, diese Korrelation von Beute- und Raubtierpopulation untersucht. Das war bei Fischen, hier also bei Eulenpopulation und Mäusen.
Und Sie sehen, die halten sich durch gefressen und gefressen werden jeweils im Gleichgewicht. Wenn die Eulen zu viele Mäuse fressen, untergraben sie ihre eigene Lebensgrundlage. Dann geht ihre Population zurück, dann können die Mäuse wieder nachwachsen. Und so kommt es zu diesen versetzten, oszillierenden Kurven um einen ökologischen Gleichgewichtspunkt. Man redet vom ökologischen Gleichgewicht, die hat jetzt eine ganz präzise Bedeutung im Sinne der nichtlinearen Dynamik. Aber das ist natürlich ein schöner Idealfall. Tatsächlich sind solche Populationen eingebettet in komplexe Systeme von vielen wechselwirkenden Populationen. Und dann kommt Poincaré, dann werden diese Systeme eben auch empfindlich. Das größte ökologische System ist, oder die größten komplexen Systeme sind eigentlich nicht die ökologischen Systeme, sondern das Erdsystem selber. Das soll dieses Bild hier suggerieren. Das heißt, die Erde hängt heute nicht mehr nur, wie zu der Zeit, als der Mensch noch keine Rolle spielte, von ökologischen Faktoren ab, Klima und Meere und Populationen, sondern eben auch heute entscheidend von allen Faktoren der menschlichen Zivilisation. Und hier sind nur einige genannt: Bevölkerungswachstum, Wachstum der Industrie, aber auch unsere sozialen Konflikte mit diesen ökologischen Faktoren zusammen. Ein hochkomplexes System und damit natürlich auch, wie Poincaré dann eben auch gezeigt hat, hochempfindlich gegen lokale Störungen. Und das sieht man hier, wie so eine lokale Störung sich aufschaukeln kann und hier eine ganze Metropole destabilisieren kann. Und man kann sich leicht an Beispielen klar machen, das können sehr unterschiedliche lokale Störungen sein. Denken Sie an zunächst mal vielleicht an ein natürlicher Störfaktor, also ein lokales Seebeben, das sich aufschaukeln kann zu einem Tsunami, das ist das globale Makroereignis, und ganze Kontinente bedroht. Das kann technischer Art sein, vor ein paar Jahren Fukushima, lokaler Kernreaktorunfall, bedroht zunächst Japan, löst in Deutschland die Energiewende aus. Ja. Oder es kann auch politischer Art sein. Man denke an den Terrorangriff etwa in New York damals, der ganze Kriege nach sich zog, die also heute noch eigentlich nachwirken. Und Sie ahnen schon, das ist das Abschlussbild jetzt für diesen eher naturwissenschaftlichen Teil, worauf das Ganze hinausläuft. Wozu macht man eigentlich diese Art von Forschung? Am Ende, das wäre der Idealfall, hätte man gerne Frühwarnsysteme. Frühwarnsysteme, um diese kritischen Punkte zu erkennen in den dynamischen Systemen, um sich auf die Veränderungen einzustellen oder sie sogar durch Beeinflussung der Faktoren zu verhindern. Also hier etwa im Bild durch eine Zeitreihenanalyse bei den seismografischen Wellen eines Seebebens. Und jetzt natürlich die spannende Frage, diese Einsichten, die man jetzt aus den Beispielen aus naturwissenschaftlichen Beispielen, haben ja gesehen, wie ich durch die Disziplinen gelaufen bin, von der Physik über die Chemie, die Biologie, die Population, die Soziobiologie, die Medizin, können diese Einsichten nun auch auf sozial-ökonomische Systeme übertragen werden. Da fangen wir zunächst mal an, wieder mit diesem Bild, Mikro-Makro, Selbstorganisation komplexer Systeme. Und jetzt ist komplex, die komplexen Systeme, die wir jetzt betrachten, das sind die Elemente wir Menschen selber, also bewusstseinsbegabte Menschen, die, wie wir sagen, mit freiem Willen ausgestattet sind. Sie wechseln dürfen jetzt miteinander. Unter, das wären die Kontrollparameter, sozioökonomischen Randbedingungen. Und so entstehen dann, das können wir auch beobachten, der Soziologie, beispielsweise in der Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft, die erzeugen dann auf der Makroebene Gruppen, Institutionen, Unternehmen, Organisationen. Ja, und die kann man dann auch beschreiben und mit Regeln versehen, die ihrerseits wieder zurückwirken auf das Verhalten der einzelnen Agenten, sagen die Ökonomen, Menschen. Und Paradebeispiel ist die Demokratie als politische Form. Denn die stellen wir uns ja genauso vor, die Menschen, die miteinander, die Bürgerinnen und Bürger, die miteinander kommunizieren, dann bilden sich Meinungscluster,
Meinungscluster verfestigen sich in Parteien. Man könnte übrigens die Wahlprogramme oder die Logos der Parteien geradezu als diese Ordnungsparameter interpretieren, von denen ich eben gesprochen habe. Sie werden selektiert in der Wahl und dann werden auf der Makroebene die Regierungen gebildet, die erlassen Gesetze mit den Parlamenten, als die werden auch auf der Makroebene angesiedelt und wirken dann wieder zurück auf die einzelnen, auf das Verhalten von uns einzelnen Bürgern. Und das Interessante ist nun, hat ja eben herausgestellt, wir sind ja keine Moleküle, die da hin und her gestoßen werden, dennoch können wir solche Verhaltensmuster heute erkennen und können sie mit gewisser Wahrscheinlichkeit auch voraussagen, aber darauf komme ich dann später noch zu sprechen. Hier sehen Sie weitere Beispiele für soziale Systeme. Ein ganz interessantes Thema ist die sogenannte Urbanisierung. Das heißt, wie entstehen Städte? Städte sind Siedlungsmuster, das ist das makroskopische Muster, die jetzt historisch auch in ihrer Dynamik beobachtet werden können. Also hier beispielsweise Strömungsbilder, hätte ich bald gesagt, von Städten. Ursprünglich mal angefangen als geschlossene Siedlungsmuster in der Antike, im Mittelalter, wir wissen, dann kam die Neuzeit, die Ringmauern fielen und die Strukturen breiteten sich aus, bis hin zu diesen fraktalen Formen, mathematisch gesagt, oder Zersiedlungsformen, die wir heute beobachten. Und hier sieht man ein solches Bild, ein Siedlungsmuster in der Realität, das ist hier also München, und wenn man sich das Bild so anguckt, dann erinnert das ja eben nicht an ein physikalisch-mechanisches System, sondern es sieht so ein bisschen aus, wenn man sich vorher eben mit diesen biologischen Beispielen beschäftigt hat, wie so ein Gewebequerschnitt in einem organischen Gewebe mit den Adern quasi und Versorgungssystemen, Verkehrsnetzwerken, diesen zellulären Strukturen. Und auch Selbstorganisation ist natürlich hier auch das große Thema, weil nicht ins Einzelne kann vom jeweiligen OB geplant werden, wie sich dieses System entwickelt und kontrolliert wird, sondern die Politik kann Rahmenbedingungen geben und dann entwickelt sich das System hoffentlich in Siedlungsformen, wo wir leben möchten, wie vielleicht hier in dieser eher idyllischen Kleinstadt und nicht hier in dieser starren, regulären Siedlungsform, die so aus der Zeit des Manchester Kapitalismus oder kurz danach stammt. Und das aber eben auch durch Beeinflussung von Menschen, aber nicht zentral gebaut, sondern selbst organisiert. Es hat nur ganz wenige Ausnahmen in der Architekturgeschichte übrigens gegeben, wo man zentral gesteuert hat, das war in der Renaissance. Das war übrigens damals auch die Gründung von Bagdad, das war eine Idealstadt damals gewesen, die hatte man entworfen, auf einen Knall und dann realisiert. Oder Brasilia ist auch so eine Stadt. Das sind aber eher die Ausnahmen, sondern das andere sind diese selbstorganisch wachsenden Städte. Und nun der Klassiker in der Ökonomie, der Begriff der Selbstorganisation, wird zum ersten Mal in einem sozialen System präzise gefasst durch ihn, Adam Smith, Begründer der, wie Sie wissen, der modernen Ökonomie. Und er sprach damals auch nicht von der Selbstorganisation, sondern von der Invisible Hand. Das ist ja die Zeit der Aufklärung und man will autonom werden, unabhängig von den Zentralregierungen, also den Monarchien, Freihandel also. Und durch die freie Hand, die Invisible Hand der Marktkräfte, wird sich auf natürliche Weise, sagt er, ein Gleichgewicht einstellen. Und diese Redeweise auf natürliche Weise, die Sie bei Smith finden, kommt daher, dass Smith auch eine Tradition in der Volkswirtschaft begründet, die bis heute anhält. Die Volkswirte, Ökonomen schielen gerne in die Physik. Ja, das ist die exakte Wissenschaft, schauen wir mal, was die so machen. Und er schielte nach Newton. Newton war sein großes Vorbild. Die Selbstorganisation, die Invisible Hand, das ist in der Physik die Gravitation. Das ist die unsichtbare Hand, wie er interpretiert, die dazu führt, dass die Planeten sich in einem Gleichgewicht schließlich finden, in einem Gleichgewichtssystem.
Und man sieht also hier, wie in diesem Schema, wie Angebot und Nachfrage im Idealfall sich in ein Gleichgewicht bringen, wo der natürliche Preis dann entsteht. Und zumindest war der Auffassung, wenn dieses Gleichgewicht erreicht ist, dann bricht der Wohlstand der Nationen aus, Realms of Nations, wie der Titel auch seines bekannten Werks heißt. Nur schon im 19. Jahrhundert wurde man eines Besseren belehrt, ausgerechnet in den Zentren der Hochindustrialisierung. Manchester hatte ich eben schon erwähnt, Verelendung gerade dort auch des Stadtproletariats. Und das zeigte damals schon, dass die Dynamik, die hier in den Märkten losgelassen wird, eben eine hochnichtlineare ist und es bedarf der Kontrollparameter. Und das ist eigentlich das Konzept gewesen der sozialen Marktwirtschaft, das dann im 20. Jahrhundert eingeführt wurde. Aber diese nichtlineare Dynamik operiert nicht nur am Rande des Chaos, wie man in der Komplexitätsforschung sagt, und kann also abstürzen in die Unkontrollierbarkeit. Rand des Chaos bedeutet auch, und das hat ein anderer großer Wirtschaftstheoretiker des 20. Jahrhunderts jetzt hervorgehoben, kann natürlich auch Innovation und Kreativität bedeuten. Und es kommt natürlich entscheidend darauf an, dieses System, diesen Tiger, möchte ich mal sagen, diesen nichtlinearen Tiger hier auch entsprechend zu reiten, dass am Ende Innovation und für uns erträgliche und gute Bedingungen herauskommen. Und diese Idee, nämlich die nichtlineare Dynamik in den Märkten nun zu modellieren auch und zu beschreiben und die Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, die wird dann Anfang des 20. Jahrhunderts auch auf die Finanzmärkte übertragen. Ganz spannendes Gebiet. 1900 schreibt Louis Bachelier, den kennt man eigentlich wenig, ein junger Mathematiker, eine Dissertation. Bei wem? Beim großen Poincaré, den ich schon erwähnt hatte. Und worüber? Da sieht man die Weitsicht von Poincaré. Er schreibt über ein ökonomisches Thema, nämlich die Börsendynamik. Und Bachelier, so nach Art der Mathematiker, vereinfacht sich das Leben. Er sagt also, ich nehme an, dass die Börsendaten unabhängig von ihren vorhergehenden Entwicklungen sind. Das heißt, er betrachtet sie im Grunde wie Glücksspiel, so wie den fairen Münzwurf. Da ist, das habe ich eben mal kurz erwähnt, da ist ja bei der fairen Münze jeder Wurf unabhängig vom vorherigen Wurf. Und diese statistische Unabhängigkeit, die unterstellt er jetzt auch an der Börsenentwicklung. Und statistische Unabhängigkeit zusammen mit dem Gesetz der großen Zahl führt zwangsläufig, das heißt mathematisch, zu einer Normalverteilung. Das ist die Gaußsche Glockenkurve. Und Sie sehen hier unten, wie das aussieht. Wenn wir das unterstellen, dann können wir uns ruhig zurücklehnen. Dann gibt es nur kleinere Veränderungen, mal ein bisschen rauf, mal ein bisschen runter. Passiert nichts Dramatisches. Schau so mal in die Runde, so wie auch hier in diesem Raum die Körpergröße normal verteilt ist. Ich erkenne keine gewaltigen Riesen. Ich kenne auch keine winzigen Zwerge, sondern wir bewegen uns alle so in einer normalen Verteilung. Aber wenn man sich die Realität ansieht, jetzt die ökonomische Realität, die historische Entwicklung hier dargestellt, dann sieht man gelegentlich solche extremen Ausreißer. Denken Sie an den Schwarzen Freitag beispielsweise, Ende der 20er Jahre und vor allen Dingen, was noch bei vielen in Erinnerung ist, 2008 die große Finanz- und Wirtschaftskrise. Und deshalb war es für mich, ich habe damals 2007 mein Buch herausgebracht über Chaos jetzt an diesem Beispiel und deshalb war für mich so überraschend, als ich mir jetzt auch mal die Instrumente angesehen habe, der Finanzmathematik, dass noch in den 90er Jahren, also des letzten Jahrhunderts, ist ja noch gar nicht so lange her, Nobelpreise vergeben wurden für Finanzinstrumente, die alle im Kleingedruckten in der Voraussetzung von einer Normalverteilung der Risiken ausgehen. Und hier sind so Beispiele genannt. Ich will nur eins kurz anreißen, die sogenannte Black-Scholes-Formel. Wenn jemand von Ihnen Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft studiert hat, dann hat er die Formel so im vierten, fünften Semester in der Regel kennengelernt.
Und das ist eine Formel, mit der man angeblich die Entwicklung von Risikopapieren vorausberechnen kann. Und Black & Scholes, diese beiden Nobelpreisträger, die ähnlich wie Adam Smith eben, schielten jetzt wieder zur Physik. Schauen wir mal, was die Physik macht. Wie behandelt die Physik Turbulenzen? Da ist das Paradebeispiel, sind die Navier-Stokes-Gleichungen. Von Navier-Stokes, zwei Navier, ein Franzose, ein Engländer, Stokes, geschrieben Anfang des 19. Jahrhunderts. Eine hochnichtlineare Gleichung, mit der man Turbulenzen beschreibt, also zum Beispiel Strömung. Und diese Gleichungen sind aber mathematisch so hochnichtlinear, dass sie in der Regel keine analytischen Lösungen haben. Das heißt, nur unter ganz einschränkenden Bedingungen. Und genau das haben Black & Scholes gemacht. Die machten die Einschränkung, Risiken sind normal verteilt, kriegt man eine vereinfachte Form dieser Gleichung und kann schöne Lösungen haben. Ja? Und die lösen dann auch die vierten und fünften Semester, von denen ich da eben gesprochen habe. Und ja, das bedeutet aber, man hat den Fall der Extremfälle außen vor gelassen. Das heißt, wenn man sich daran orientiert hat, 2008, dann ging es den Leuten so, wie den Banken ja auch gegangen ist. Also gedacht haben, ach, das geht jetzt so, ne? Keine große Veränderung. Eigenkapital brauchen wir ganz wenig und das Kapital investieren wir lieber, spekulieren wir mit. Und dann kam der Kladderadatsch, der große Einbruch und die Banken hatten zu wenig Eigenkapital. Also Vorsicht, diese extremen Ereignisse nicht nur in der Natur, man denke an Klimawandel und so weiter mit den großen Ausreißern und den Gegensätzen, sondern eben auch in den Märkten, die Volatilität des Börsenmarktes. Und es gehört nicht viel Fantasie dazu, dass im Zuge der Globalisierung diese extremen Ereignisse in Zukunft eher zunehmen als abnehmen werden. Damit komme ich schon zu meinem letzten Beispiel, Block, der, wie ich finde, das zentrale Thema sein wird für dieses begonnene Jahrhundert, das 21. Das hört sich jetzt so dramatisch an, aber Sie sehen schon, wovon die Rede ist, das ist die Digitalisierung. Denn auch da geht es um die komplexen Netze, das sind jetzt die Computer-, Informations- und Kommunikationsnetze. Und ich werde in diesem Abschnitt so vorgehen, wie vorher auch. Ich werde jetzt zeigen, wie diese ganze Hierarchie, die ich eben an vielen Beispielen besprochen hatte, ausgehend von den Zellen über die Organe bis zu den Populationen, dann die sozialen und ökonomischen Systeme, zeigen, wie die sich heute in den Computersimulationen widerspiegeln, wie man sie dort heute untersucht. Da fange ich an mit einem klassischen Beispiel, das war der erste Ansatz in den 50er Jahren, mit dem ich mich selber auch schon seit meiner Studienzeit intensiv beschäftigt habe, weil mich das schon damals fasziniert hat. Sehr einfach, sehr elementar, John von Neumann, der große amerikanische Computerpionier in den 50er Jahren, erfindet die sogenannten zellulären Automaten. Also das erste Modell von zellulären Organismen. Stellt sich das total simpel vor, nach Art der Mathematiker, habe ich eben schon mal erwähnt, und wie ein Schachbrett, ja, da sind also die einzelnen Felder und die kann man unterscheiden durch verschiedene Färbungen, schwarz und weiß. Man könnte sich vorstellen, diese alternativen Zustände entsprechen den Zuständen tot und lebendig. Man könnte sich auch vorstellen, dass die Zellen mehrere Zustände haben, etwa bei lebenden Zellen unterschiedliche chemische Konzentrationen und die sind dann hier in diesem Beispiel durch Zahlen dargestellt. Und dann braucht man Regeln, nämlich Regeln, wie die Zustände sich verändern. Also in Abhängigkeit von der Verteilung der Zustände, die um diese Zelle in engster Nachbarschaft liegen. Und diese Regeln können aber mehr oder weniger zufällig sein. Das ist nicht das Entscheidende. Die müssen jetzt nicht durch die Biologie zwangsläufig auch so belegt sein. Und dann sieht man, wie bei geeigneter Wahl, und das ist hier im Beispiel illustriert, die Anfangsregeln also auf der Mikroebene, die Wechselwirkungen der Zellen, so gewählt sein können, dass wir auf der Makroebene beobachten, wie solche Strukturen sich immer wieder selber reproduzieren.
Ich habe dieses Beispiel gewählt, weil es so biologisch suggestiv ist. Man sieht ja kleine Organismen, die ja regelrechte Siedlungen bilden, also Populationen bilden. Und so simpel dieses Schema ist, das ich Ihnen jetzt geschildert habe, es lässt sich mathematisch zeigen, es ist äquivalent mit einer sogenannten Turing-Maschine. Und ich will dazu nur so viel sagen, das ist der Prototyp jeden Computers heute. Das heißt, einen Supercomputer heute könnten Sie im Prinzip auch durch einen solchen zellulären Automaten darstellen. Ich habe das nur so als Fußnote erwähnt, um zu zeigen, das ist nicht hier so eine Spielerei, sondern da ist also wirklich viel Musik dahinter. Und hier sehen Sie diese zellulären Automaten etwas anders dargestellt. Sie entwickeln sich jetzt Zeile für Zeile hier herunter. Hier ist es vergrößert. Hier sind die einzelnen Zellen. Es wird hier angenommen, dass jeder Zellzustand in diesem Fall abhängig ist von den Zellzuständen der drei darüberliegenden, in der Zeile darüberliegenden Zustände. Und bei drei Zellen mit jeweils zwei Möglichkeiten, schwarz und weiß in diesem Fall, erhält man also 2 hoch 3 Möglichkeiten, also 8 mögliche Regeln, die hier jeweils festzulegen sind. Hier unten sieht man, wie für diese Muster hier immer wieder dieselben Verteilungen festgelegt sind, welche Nachfolger gewählt sind. Hier unten sind sie durch Ziffern dargestellt, 0 und 1. Man könnte das als unsere Bits ansehen. Hier sehen Sie binäre Zahlen, die hier als entsprechende Dezimalzahlen dargestellt sind. Das sind gewissermaßen die Gencodes, möchte ich anschaulich sagen, für diesen zellulären Automaten. Und Sie sehen, wie hier also dann sehr unterschiedliche Strukturen entstehen können. Und was man zeigen kann, ist, dass diese Attraktoren, die ich ebenso als typisch für die nichtlineare Dynamik herausgestellt habe, dass die durch diese zellulären Automaten, durch diese simplen Systeme eigentlich, die allerdings dennoch nichtlinear sind, wegen ihrer Wechselwirkungen, simuliert werden können. Also hier sehen Sie die Gleichgewichtsdynamik. Das ist jetzt hier sehr klein gezeichnet. Stellen Sie sich vor, in der ersten Zeile mehr oder weniger zufällig verteilt, diese Schwarz- und Weißzustände. Dann werden die Regeln dieses Systems hier angewendet. Nach wenigen Schritten ist also der Zustand Schwarz überall erreicht. Und wenn das System sich hier runter weiterentwickelt, bleibt der Zustand Schwarz. Das ist die Gleichgewichtsdynamik. Der Fixpunktattraktor, den Sie eben auch bei der Populationsdynamik gesehen haben. Da war das als Zeitreihe dargestellt. Und hier sieht man das Ganze als oszillierende Muster, ja? Dieses Tapetenmuster hier. Oder hier ein eher chaotisch anmutendes Muster, ohne offensichtliche reguläre Struktur. Und hier organisch anmutende Strukturen, die empfindlich offenbar abhängig sind von kleinsten Veränderungen der Anfangsbedingungen. Sie sehen, wie sich solche Veränderungen hier aufschaukeln können zu solchen Strukturen, die sich hier ausbilden. Und noch ein Bild habe ich hier bei den zellulären Automaten gewählt. Da ist dieselbe Dynamik jetzt quergelegt, ja, nicht so, sondern von links nach rechts zu lesen. Und das erinnert so etwas an Strömungsmuster. Mit viel Fantasie könnte man sich die Expansion des Universums oder die Evolution vorstellen. Ich habe das Bild deshalb genommen, weil hier schon angedeutet ist, es sind nicht 10, es sind nicht 100, es sind nicht 1000, es sind unter Umständen Millionen von Anwendungen, die heute auf Supercomputern eben simuliert werden können. Und dann bekommen Sie ein Gefühl, was möglicherweise in der Evolution abgegangen ist. Weil wir fragen uns doch häufig, da haben viele Menschen Schwierigkeiten, wenn Sie etwa an die Kreationisten in den USA denken, wie kann es eigentlich sein, dass aus so simplen molekularen Wechselwirkungsregeln solche hochkomplexen Strukturen entstanden sind, wie wir Menschen eigentlich als Organismen beispielsweise darstellen. Und hier sehen Sie eigentlich, wie sowas natürlich immer noch vereinfacht, eigentlich durch die Zeit einfach möglich wird, wie plötzlich auch ganz unverhofft solche komplexen Strukturen hier entstehen können. So, jetzt gehe ich wieder einen Schritt höher. Jetzt waren wir bei den Zellen, jetzt sind wir beim Gehirn, also die neuronalen Netze. Das ist das Computermodell für das Gehirn. Die Neuronen als Einheiten hier dargestellt, die wechselwirken
diese Wechselwirkungen neurochemischer Art sind hier durch Kanten dargestellt. Diese neurochemischen Verbindungen können unterschiedlich intensiv sein. Das wird durch Zahlengewichte dann simuliert. Und dann gibt es diese Lernalgorithmen, die verändern die Gewichte eigentlich. Die steuern, dass sich solche Verschaltungsmuster auf- und abbauen. Also wenn ich mich an etwas erinnere oder wenn ich etwas lerne, baue ich im Grunde so ein Verschaltungsmuster auf. Das ist der Gedanke, der dahinter steht. Nebenbei gesagt, diese Topologie hier, dieser neuronalen Netze erinnert sehr stark auch an den Neokortex des Menschen, der ja auch schichtweise aufgebaut ist. Hier ist eine ganz einfache Anwendung, ein kleiner Roboter, das ist nichts anderes wie so ein Fahrzeug, ein kleiner Elektromotor dieser Größe, mit zwei Rädern, mit Sensoren versehen allerdings, und das erinnert jetzt schon an einen Organismus, und verbunden hier mit so einem technischen neuronalen Netzwerk. Und wenn dann benachbarte Sensoren erregt werden bei einem Zusammenstoß mit einem Hindernis, dann auch die entsprechenden Neuronen, die feuern sozusagen und bilden Verschaltungsmuster, die dann den äußeren Gegenstand repräsentieren. Also im Prinzip ein Vorgang, den wir auch bei lebenden Gehirnen beobachten können. Und ich will dieses Thema, deswegen ist natürlich ein eigener Vortrag, aber ich will das Thema eigentlich mit diesem Ausblick hier, mit diesen neuronalen Netzen abschließen. Die Idee ist jetzt eigentlich, ich habe eben die Emergenz erwähnt, das heißt, wie können durch die komplexen Wechselwirkungen der Elemente auf der Mikroebene komplexe Strukturen entstehen. Das heißt, lässt sich studieren jetzt am Beispiel des Gehirns, wie die Wechselwirkungen der vielen Neuronen Verschaltungsmuster unter geeigneten Umständen bilden, die dann auch, und das ist natürlich die spannende Frage, mit den unterschiedlichen kognitiven und mentalen Zuständen verbunden sind, die wir in der Psychologie studieren. Und Sie wissen, das ist ein großes Thema der Human Brain Projects in den USA und in Deutschland auch. Da wird viel gestritten heute, das ist mitten in der Forschung drin und das will ich auch jetzt überhaupt nicht werten, sondern nur zeigen, dass im Grunde hier auch derselbe Grundgedanke dahinter steht, den ich hier an verschiedenen Beispielen der Komplexitätsforschung erläutert habe. Und dieses Bild soll jetzt zum Ende kommend suggerieren, diese neuronalen Netze sind heute nicht mehr nur lokalisiert auf die Organismen, auf einzelne Computer, sondern diese Netzwerke breiten sich aus. Wir hatten schon vor vielen Jahren das Internet, dieses weltweite Computernetzwerk, mit dem wir Menschen kommunizieren. Ja, ich nenne das Internet der Personen. Ich will nicht sagen, das war einmal, aber das ist gewisserweise, das gibt es noch immer. Das ist aber auch eine Historie. Das, was wir jetzt erleben, ist das sogenannte Internet der Dinge. Das klingt sehr philosophisch, trifft aber die Sache trotzdem im Kern. Denn die Dinge werden jetzt miteinander vernetzt. Die Dinge werden mit Sensoren versehen. Es kommt eine neue Technologie hinzu, die Sensortechnologie. Und das sind nicht nur unsere Smartphones, das sind unsere Automobile, das sind die Wearables, die wir zum Teil an uns schon tragen. Das ist Industrie 4.0, das durch die Gazetten geht, das heißt die Smart Factory, die Werkstücke, die mit Sensoren versehen werden, sich untereinander organisieren und. Das ist die Verkehrsdynamik, die weitgehend auch autonomer wird, autonome Fahrzeuge, großes Thema. Das wäre jetzt wieder ein eigener Vortrag, aber ich will auch hier herausheben, es ist derselbe Grundgedanke, mit dem wir es hier zu tun haben, hochkomplexe Systeme, deren Wechselwirkung der Elemente zu makroskopischen Zuständen führen, und die Frage ist, wie weit können wir sie überhaupt noch bei diesem Komplexitätszuwachs kontrollieren? Gewaltige Datenmengen, die durch dieses Internet der Dinge erzeugt werden, nicht nur strukturierte Daten, unsere E-Mails, die digitalisierten Dokumente, sondern alle möglichen Signale der Fahrzeuge, der Satelliten, der Sensoren, was auch immer, eine amorphe Datenmasse, die nicht mehr so ohne weiteres durch unsere gängigen Algorithmen beherrscht werden kann.
Hier sehen Sie, wie man heute die Big Data, sagt man ja auch, diese komplexen Datenströme, die also in diesem globalen Supergehirn, sage ich jetzt mal, fließen, wie man sie charakterisieren kann. Das wären im Englischen dann 3 Vs, Velocity, das ist also die Rechenkapazität. Die Rechenkapazität gesteuert durch das Mooresche Gesetz, ja, alle 18 Monate verdoppeln sich die Rechenkapazitäten bei gleichbleibender Verkleinerung der Geräte und Verbilligung auch der Geräte. Das war eine Beobachtung, die man mal in den 60er Jahren gemacht hatte, die bis heute auch mehr oder weniger sich durchgehalten hat. Da sind wir heute bei unseren Großrechnern angelangt, also in München etwa 6 Petaflop. Peta, das ist 10 hoch 15. Flop, das sind diese Floating Points, also man könnte vereinfacht sagen, Rechenschritte pro Sekunde. Ich will das überhaupt nicht veranschaulichen. Das Entscheidende ist hier, diese Rechenleistung nach dem Mooreschen Gesetz müsste Ende der 20er Jahre schon auf einem Laptop realisiert sein, so wie auch dieser Laptop da eine Rechenleistung hat, die zu meiner Studienzeit noch nicht mal eine Großrechenanlage an den Universitäten hatte. Und das zweite V, das ist Volume, also die Datenmenge. Man sagt, dass Google pro Tag 24 Petabyte umsetzt, ist wieder Peta, 10 hoch 15, Byte 8 Bit. Gewaltige Zahl, die will ich veranschaulichen, 6000 Mal dem Daten, entspricht das dem Dateninhalt der US Library of Congress. Also wenn man so will, dem Gedächtnis der USA. Nur diese eine Firma, nur an einem Tag. Und das dritte V ist vielleicht das Interessanteste, Variety, Vielfalt. Wie ich eben schon sagte, nicht nur die strukturierten Daten, sondern alle möglichen Signale des Internets der Dinge, eine Datenmasse, die amorph ist, die durch die herkömmlichen Algorithmen nicht mehr beherrscht werden kann. Wir brauchen neue Algorithmen, einen kennen Sie alle, das ist der Google-Suchalgorithmus. Diese Algorithmen arbeiten im Grunde nach einem ähnlichen Schema. Diese amorphe Datenmasse wird zerlegt in viele Teilpakete und dann blitzschnell sucht man nach Datenkorrelationen, nach Datenmuster, die werden zusammengeführt, um daraus einen Trend zu erkennen oder Profile von Produkten oder Personen auch voraussagen zu können. So kommt es, dass in diesem Fall Amazon heute schon weiß, was wir morgen also kaufen. Das ist auch Komplexität, aber jetzt in der Algorithmenwelt. Und was lernen wir aus den letzten Jahren mit komplexer Systeme? Hier nochmal schlaglichtartig Bilder, die diese Komplexität heute unterschreiben oder illustrieren. Warum ist diese Welt zu komplex? Die gewaltigen Versorgungssysteme auf dieser Welt, die Verkehrssysteme, hier ein Bild aus Peking, am Rande des Kollaps, hier die Migrationsprobleme und hier die Finanz- und Wirtschaftsmärkte. Ich habe es jetzt in einigen Thesen zum Abschluss nochmal zusammengefasst. Ich sehe die Sache so, die Theorie komplexer dynamischer Systeme ist eine, wie Sie gesehen haben, interdisziplinäre Methodenlehre zur Modellierung dieser nicht-linearen Prozesse in Natur und Gesellschaft. Sie ist damit, wie ich finde, die wissenschaftliche Antwort auf die zunehmende Komplexität, Empfindlichkeit und Unübersichtlichkeit der modernen Lebenswelt des Menschen. Da unten stehen nochmal die Stichworte Umwelt, Klima, Migration, Globalisierung, Informationsflut. Veränderungen, Krisen, Chaos, Innovations-, Wachstumsschübe werden, das war der Grundgedanke, durch Phasenübergänge in kritischen Zuständen modelliert. Ziel sind Erklärungen und Prognosen dieser Prozesse. Was wir auch gesehen haben, hatte ich schon ganz am Anfang, die Tradition von Poincaré und der Auseinandersetzung mit Laplace herausgestellt, die Zukunft ist langfristig nicht vorausberechenbar, aber Trends ihrer Dynamik erkennbar und beeinflussbar. Also Stichwort Big Data Algorithmen, das wird uns noch in Zukunft sehr stark beschäftigen.
Ziel ist daher nicht beherrschen. Das war die Vorstellung der klassischen Physik noch. Ich kann, das war Laplace. Berechenbarkeit hieß da auch Beherrschbarkeit. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ich kann berechnen und trotzdem nicht beherrschen. Das ist, denke ich mal, eine neue Situation. Sondern verstehen von globaler Dynamik aus lokaler Dynamik, um gestalten zu können. Unabhängig von mathematischen und computergestützten Modellierungen ergeben sich aber daraus auch praktische und ethische Konsequenzen, wie ich finde, und damit möchte ich schließen, finde die Balance zwischen Selbstorganisation und Kontrolle in komplexen Systemen, sei sensibel für die empfindlichen Gleichgewichte von Natur, Mensch und Gesellschaft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.